Hallo zusammen, vielen Dank für die Einladung. Ja, wir als Startup sind ja in dem Bereich viel unterwegs und sehen sowohl viele Chancen, die sich hier auftun, um die Kreisläufe aus dem aus bestehenden Gebäuden in neue Gebäude zu schließen. Gleichzeitig entstehen dabei natürlich auch viele Hürden, mit denen wir zu tun haben und an denen wir arbeiten, sie zu lösen. Das fängt mit rechtlichen Themen an. Das heißt ökologische und Messbarkeitsaspekte. Das hat auch damit zu tun, dass wir das Ganze immer ökonomisch irgendwie betrachten müssen. Denn am Ende wird natürlich auch viel nur deswegen gemacht, weil es ökonomisch Sinn macht. Und diese verschiedenen Parameter zusammenzubringen, das ist, glaube ich, die große Aufgabe, die Kreislaufwirtschaft heute hat. Wir haben, um mal anzufangen, mit den rechtlichen Themen, wenn man sich anschaut, was in anderen Ländern schon gang und gäbe ist, sind das beispielsweise die Erfassung von Gebäuden am Ende ihres Lebenszyklus, um erst einmal ein Verständnis dafür zu bekommen, was ist denn eigentlich in einem Gebäude verbaut und wie lässt sich dieses Gebäude so zerlegen und die Materialien möglichst hochwertig in Kreisläufe zurückführen. Da gibt es den Begriff Pre-Demolition Audit, der in vielen Ländern geprägt wurde, in Frankreich zum Beispiel verpflichtend ist. Wo eine Erfassung gemacht wird des bestehenden Gebäudes vor einem Rückbau, um erstmal zu wissen, was ist drin, und dann einen Handlungsplan dafür zu machen. Ja, und diese Erfassung ist letztendlich erstmal eine Datengrundlage, nicht nur für die Vermittlung von Materialien, auch um zu verstehen, was kann ich mit diesem Gebäude eigentlich noch tun, kann ich es umnutzen, kann ich es erhalten. Das heißt, da brauchen wir erstmal Datengrundlagen, auf denen wir das evaluieren können. Das mal als ein Beispiel.